Muss ich nicht, das steht hier nicht. Das kam etwas spontan, aber alles gut. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Freimuth und Herr Dr. Berger, ich habe Ihnen bei Ihren Reden sehr genau zugehört und gewartet, ob Sie denn auch was Positives über unseren Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen sagen. Es kam aber nichts. Das Einzige, was an Lob von Ihnen kam, Herr Dr. Berger, war ein Lob nach Baden-Württemberg. Das werden wir auch weitergeben. Und angesichts der Steigerung der Mittel, die den Hochschulen zur Verfügung stehen, die Ministerin hat das noch mal gesagt, ein Drittel mehr seit 2010. Und angesichts dieser Steigerung und der gleichzeitigen Entlastung der Studierenden und der Eltern mit der Abschaffung der Studiengebühren, ist dieses Genöle, was Sie hier machen, schon nah an der Friedhofsrede. Das muss man wirklich sagen. Wir sollten vielmehr uns bemühen, auf dem Feld der Wissenschaftspolitik gemeinsam versuchen, einen Rahmen für gute Wissenschaft und Forschung zu geben, um Innovationen zu ermöglichen. Und genau solche Innovationen wollen wir mit der Einrichtung eines Zentrums für Ersatzmethoden zum Tierversuch ermöglichen. Studien an Tieren beruhen auf der Verpflichtung, das Leben von Mensch oder von Tier zu retten, zu schützen oder Leid zu verhindern oder zu lindern. Arzneimittel dürfen zum Beispiel nur an Menschen getestet werden, wenn Daten aus Tierversuchen vorliegen. Forscherinnen müssen verantwortungsvoll handeln und Tiere mit dem höchsten Respekt behandeln. Der Tierversuch bleibt aber ein ethisches Dilemma und eine Belastung, vor allen Dingen auch für die Forschung. Aber neben diesen ethischen Bedenken gibt es auch Erkenntnisse, dass die Erkenntnisse, die wir aus Tierversuchen gewinnen, nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar sind oder nur sehr begrenzte Aussagekraft haben. Rot und Grün wollen deshalb dieses Zentrum einrichten, ein wichtiger Meilenstein für den Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer Antrag der rot-grünen Regierungsfraktion sind die Lehrbeauftragten an den Kunst- und Musikhochschulen. Sie erfüllen eine besondere Arbeit, sie leisten einen großen Anteil, teils über die Hälfte der hochqualifizierten künstlerischen Lehre an den Musikhochschulen wird von ihnen geleistet. Und sie werden damit benötigt, damit die Hochschulen den jährlich anders ausgeprägten Bedarf der Studierenden nach Unterrichtung in bestimmten Instrumenten beispielsweise auch erfüllen können. Und da es sich bei einem Lehrauftrag um eine in der Regel jeweils befristete nebenberufliche selbstständige Tätigkeit im künstlerischen Bereich handelt, müssen die Aspekte auch der Entlohnung angemessen sein, dass es keine große Diskrepanz zwischen dem Wert der Arbeit und der Entlohnung gibt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich danken an die Kollegen der SPD-Fraktion, aber besonders... Ja, aber die Rede ist jetzt deutlich zu Ende, Herr Doktor. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Mein Dank gilt der SPD-Fraktion und meiner Fraktion, insbesondere der Sprecherin Dr. Seidel. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abel.